Ja, und damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von Jesse M. Dark. Da! Und heute kommt der allseits bekannte Toni Nies. Wir sind in Milan. In Italien. Italia. Da werden die nächsten zwei Folgen aufgenommen, die und die danach. Erstaunlich, die und die danach. Und da ist jetzt hier krass. Kommt... Omos. Der relativ dominant gewonnen hat gegen... In English. Omas ist ready. Omas, genau. Ich kann es auch schon wieder gut aussprechen. Oh. Wir nehmen das ja in der Nacht auf, wo der Rumble war. In der Nacht. Hier, für dich ist noch Nacht wahrscheinlich. Gefällt schon, ja. Oh, harte Tritt. Alter, was ist die... Oh. Backrack. Oh. Und? Oh. Alter, wie hoch der auch einfach ist. Der hat mal kurz den Himmel berühren können. Wie hoch ist Omos eigentlich? Wahrscheinlich das größte, was möglich ist im Spiel. Ich meine echt. Ich glaube noch größer. 2,18, 2,16? Nee, ich glaube so groß jetzt auch nicht. Nicht? Das ist ja nicht mal so groß wie Big Show. Ist Big Show so groß? Ich glaube Big Show ist 2,8 oder sowas. Oh, Tony ist mit dem Schlag. Oh, Showstopper, der hat auf Big Show geklaut. Das war's! Nee, oh. Einfach mal runter mit dem. Omos hat hier wahrscheinlich gerade richtig Bock. Omos hat immer Bock. Ich meine, er steht bei 1-0. Ja. Oh. Und er verschiebt einfach mal Tony an den Seil. Alter. Der ist aus 3 Metern geflogen, glaube ich. Und nochmal der Showstopper. Zack. Die Kinder sind sehr begeistert von Omos. Die gucken einfach nur weg. Ja, aber wir können auch mal gespannt sein, wie sich so Omos und die ganzen Leute, die hier gerade schon die ersten Siege gefarmt haben, wie die sich auch auf Dauer entwickeln, ne? Hast du L. Omos gesagt? Nee, wie sich Omos und ich die anderen... Ich hab L. Omos verstanden. Lol. Ich meine Omos und die anderen, die es auch hier so gibt. Die jetzt schon Sieg haben und so, wie sie sich entwickeln werden. Wir haben bisher erst einen, der einen Sieg und eine Niederlage hat. Das ist Will Ospreay, oder? Ja. Alter. Omos. Oh nein, Omos, tu es nicht, tu es doch nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tony ist tot. Ja, aber Omos macht ja weiter. Der macht ja munter weiter. Munter weiter? Ja. Oh nein. Oh nein, Omos. Der hat richtig Lust. Der hat Bock, der Omos hat. Wenn er sowas mit. Wenn. Stell dir mal vor, er macht das mit jedem Gegner. Das hat jeden Gegner so wegdominiert. Oder? Superplex. Da hat er sich natürlich selber wehgetan. Naja, macht ja auch Sinn. Und das wird der Chokeslam. Aber Omos, wie er ihn noch einfach direkt wieder hochhebt, ne? Ja, aber directly. Directly in den Double-Handed Chokeslam. Ja, das war's eigentlich. Oh, der Ref hat. Und das war's. One, ich hab kurz auf Roadbreak spekuliert. Two, three. Almost gewinnt ganz solide, ganz dominant hier. Hurra, hurra, hurra. Da war ja noch ein bisschen viel drin. Na toll. Schön. Almost hat wunderschön. Oh Gott. Hier kam nochmal der Chokeslam. Gott! Und sein Finisher. Bup. Der Rave. Und Omos. Ich bin Omos! Aber Omos, der hat ja. Man kennt Omos, der ist noch nicht fertig. Der hat in Englisch letzte Woche auch abgefertigt. Letzte Woche ja nicht. Das ist immer so ein bisschen durcheinander, wenn wir immer so komisch aufnehmen. Aber naja. Ja. Der ist auch schon. Tu es nicht, Omos. Du bist doch ein freundlicher Mann. Omos kann für mich einer der besten Heels werden. Jetzt jubeln alle. Die JCM hat, weißt du? Ja, und Double Handed Chokeslam. Jetzt jubeln sie alle. Ja, Omos. Wie die alle aussehen, Alter. Das ist so Schatz. Ja. Das ist auch wie Perry Saturn von Ross vs. SmackDown 2003, Alter. Und damit sehen wir uns beim zweiten Match wieder. Und damit willkommen zum zweiten Match hier bei Jesse M. Dark. Und nach diesem Match werden wir auch einen Rückblick und einen... Nicht Teaser.
Eine Vorschau vielleicht. Also eine Vorschau auf die nächste Show geben. Auf die nächste Passion-Ausgabe, ja. Und Kurt Hawkins, der Man mit seiner Stange, möchte natürlich hier heute seinen ersten Sieg holen. Der hat ja bei der lange Zeit bei der WWE hatte er ja wirklich eine lange, lange Losing Streak und dann hat er sich einfach einen Titel geholt. Raw Tag Team Titel nicht. Mit Zack Ryder zusammen, ja, aka Matt Cardona. Cool. Die beiden sind aber, finde ich, auch cool. Ja. Und dieser Mann kriegt mal seinen Einzug gezeigt. Das ist der ein Wunder. Einzige, der zwei Stangen hat. Gegen. Jetzt kommt es. Gegen Musik. Brian Cage. Arme Maschine! Und da freut sich der Zuschauer direkt wieder, dass MJF, Brian Cage dabei ist. Grüße gehen raus an Jason. MJF. Da geht ein dicker Gruß raus. Arme Maschine! Bei Dark zeigen wir, zur Info, bei Dark zeigen wir die Einzüge nicht lange. Ja. Bei Dark soll bei uns so eine Show sein, die nicht eine Stunde geht oder so. Also ich muss aber sagen, ich find's funny, Wir hatten dann letzte Woche ja theoretisch, also von uns aus gesehen ist es noch diese Woche, aber von den Zuschauern aus gesehen letzte Woche, hatten wir das erste Mal, dass wir Dark und Passion hatten. Ja, genau. Und da war Dark länger. Echt jetzt? Ja. Ich glaube 20 Sekunden oder so, was war länger? Ja, aber Dark ist ja, da waren ja, wie viele Matches hatten wir? Ja gut, aber 3 Matches. Aber trotzdem bei Dark waren, weil wir halt einen Rückblick von der letzten Passion-Ausgabe hatten, die ja eine Stunde länger war, waren halt von diesen 30 Minuten 15 Minuten Highlight von Passion. Siehst du? Also jetzt haben wir eh kürzere Highlights, weil die Shows einfach kürzer werden bei Passion. Ja. Und dann wird sich das regulieren. Ich musste mich auch bei der ersten Passion-Ausgabe mit dem Schneiden alles richtig zurechtfinden. Ich habe an die Rohaufnahme von der Passion-Ausgabe war 1,35 lang. Am Ende geht die Show 1,13. Und ich habe 3 Stunden dran gesessen. Also schneiden ist schon heftig. Ich habe auch noch, ich will für meinen Hauptkanal noch ein Video schneiden. Aber ich habe auch schon die Clips und so dafür alles gesammelt. Ich muss halt nur noch schneiden und darf. Vor allem du cuttest halt nicht mal. Oh mein Gott! Du cuttest halt bei Passion nicht mal viel raus, nicht? Aber allein die Promo von Leo Rush hat mich, glaube ich, 20 Minuten gekostet. Weil du das ja den Text darunter schreiben musstest. Genau, ich musste erstmal die Promo komplett anhören, damit ich den Text schreibe und dann nochmal reinschreiben. Brian Cage hat richtig Lust zu wresteln hier. Oh ja, oh Gott. Und die Übergänge dauern natürlich am längsten mit. Ja, von... Ja, und ich habe mir halt jedes Match komplett nochmal von vorne bis hinten durchgeguckt, damit nicht irgendwas... Damit alles gut ist. Oh Gott! Brian Cage macht Brian den Hawkins hier aber auch sowas von fertig. Oh, bei dem kleinen Kind, nicht doch bei dem kleinen Kind! Er macht den Lars Sullivan. Der arme Kurt Hawkins. Oh nein. Alter, was macht denn hier Brian Cage? Gleich gibt's den Countdown. Für mich ist Brian Cage einfach ein zukünftiger World Champ, der den Titel auch lange halten kann, finde ich. Die Frage ist natürlich jetzt, wo die Nation's Trophy vakant ist, haben wir vielleicht da Brian Cage oder so? Hat Leo Rush vielleicht Brian Cage im Sinn für die Nation's Trophy? Könnte alles sein, ne? Ja, oh Gott, wird das der F5? Und natürlich. Thumbs up, thumbs down. Und nochmal schreien natürlich. Und mit dem Move hat auch Mike Kanellis besiegt. Genau. Das und? Ist Weapon X. Und der Pin hier. One, two, three. Brian Cage gewinnt. Auch sehr dominant. Aber das war irgendwie auch, wenn man die Gegner sieht und so, dann ist das natürlich eigentlich auch klar. Ja, und Kurt Hawkins, der hat, glaube ich, gut abgeliefert, letztes Mal nicht, wo er da war. Es ging so, ja. Ich glaube, er hat gut was gezeigt. Also, auf jeden Fall können wir sagen, dass sie jetzt alle gerade noch gegen Jobber spielen. Und man muss erst mal schauen, wie das ist, wenn sie dann zum Beispiel, wenn er zum Beispiel mal auf einen MJF trifft oder so. Ja, auf halt einen Namen, auch der wirklich mal was auch gewinnt. Genau. Da ist er. The Best Bout Machine, Declina, nein, Schwarz. Das ist Kenny. Er freut sich natürlich. Und damit sehen wir uns zum Main Event der dieswöchigen Passion, Dark Folge. Und zu den Highlights von Passion. Und bevor wir jetzt in die Highlights von Passion gehen, können wir sagen, welche Matches bei Passion. Bei Passion kommen, genau. In dieser Woche war. Ja. Ich weiß schon gar nicht. Das erste Match ist Malakai Black gegen Bob Lashley. Stimmt, das ist die Trophy. Ach, der Titelkampf. Also der Kampf ums Halbfinalticket oder schon Finalticket? Halbfinalticket.
Dann kommt, dann wird uns Roman Reigns erklären, was mit der Nations Trophy ist. Genau. Dann werden wir ein Tornado Tag Team Match sehen zwischen Imperium und Bullet Clubs cutest Tag Team. Mhm. Und im Main Event Tom Lawler gegen MJF. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von JCM Passion hier aus Frankfurt. Wenn du mehr aus deiner Karriere machen willst, join mir und wir machen ein Team gemeinsam. Jetzt Team Filthy. Willkommen zum Opener hier. Wir haben gerade die Teambildung gesehen von Team Filthy. Und jetzt ist schon der erste, das Debüt vom Top Dog. Jonah! Auf jeden Fall Seth Freakin' Rollins! Aber. Wo ist jetzt los? Hä? Cesaro! Er rennt einfach rein! Cesaro rennt einfach rein! Sharpshooter gegen Seth Rollins! Was sag jetzt vor? Du liegst einfach auf dem Boden, weißt du? Und komm heraus! Komm heraus, Hook! Willkommen zum zweiten Match dieser Passion-Ausgabe, nachdem wir gerade eben diese Attacke von Cesaro gegen Seth Rollins gesehen haben, weswegen Seth Rollins Jonah besiegt hat, also ganz, ganz komisches Ding. Kommen wir jetzt zum zweiten Match. Mein Gott, es geht schon wieder los. Und wir haben Kurt Hawkins, Will Ospreay, der ehemalige IWGP World Heavyweight Champion. Spear! Und das Cover! One! Two! Oh! Adam Cole, baby! Panama Sunrise! Oh! Was geht? Also die Kamera steht ja mega geil. Oh! Oh! Ospreay mit dem 630! One, two, three! Will Ospreay gewinnt sein erstes Match! Willkommen zum Co-Main Event von Passion Ausgabe Nummer 2. Tony Nese und sein Gegner Dean Ambrose. Und Tony Nese! Alter, Toby mit dem Perfect Plex. One, two, Kickout von Tony Nase. Oh. Oh. Dirty Deeds! One, two, three. Und Moxley ist im Halbfinale. Und damit ist Moxley im Halbfinale. Willkommen zum Main Event von JCM Passion. Free the Narrative. Wir haben das Debüt von EC3 und Braun Strowman. British Strong Style. Der wiegt nur 20 Kilo oder sowas. Jetzt der Bear Hug von Braun Strowman. Der war hart gedrückt. Running Power Slam. Oh. Und wird das einfach der X-Plex. One. Strowman. Strowman rettet. Das würde der Takedown. Knee Strike. Oh. Dann blutet. Dann blutet. Und der Cutter. One. Two. War das Strowman oder war es ein Kickout? Ich glaube, es war ein Kickout. Der Bitter End. Bitter End. Bitter End. One. Two. Nein. Oh, Yokozuna Cutter. Und Bait Running Power Slam. Könnte es Rope Break sein? Ja. Der Yokozuna Cutter. Power Slam. Und das war's endgültig. One, two, three. Free the Narrative Giving. Und damit willkommen zum Main Event von Jesse M. Dark hier in Milan, Italien. Italien! She's from Italia!
Und dann kommt er rein. Dich will keiner. Dich will keiner singen hören! Und da ist Hangman! Da ist doch Hangman! Da ist Hangman, sag ich doch, mit dem Stuhl! Hangman mit dem Stuhl! Was macht er? Hangman, nein, tu es nicht! Oh, oh Gott! Das Mikro ist weggeflogen! Und das Mikro ist verschwunden! Lol. Es ist despawned! Nein. Auf den Stuhl. Nee, nee, den Stuhl, ich dachte schon. Aber auf dem Boden. Oh Gott, der fette Fette und feiert's! Boah! Geht's ab, ey. Oh, Hangman sieht nicht, dass Aiden von hinten kommt! Oh! Jetzt geht's Richtung Ring. Für beide. Aber das Match ist doch gar nicht angesetzt so. Aber ursprünglich sollte doch Lee Rush kämpfen. Gegen Aiden English, ja. Jetzt kommt Aiden English, der in den Ring gerannt. Und der Ref sagt nein, stopp. Oh Gott, und hängt mir mit dem Stuhl. Hallo? Und oh, Clothesline. Und er feiert sich. Und Hangman hatte noch kein Debüt, muss man mal sagen. Das Match geht ja auch noch. Das Match wird auch nicht stattfinden, glaube ich, wenn man den Ref. Der Ref sagt, tu es nicht, du bist doch nicht so einer. Und Hangman Adam Page hat hier das Ding gewonnen. Und das war ein ganz, ganz schnelles Main-Event, weil Lee Rush kam komischerweise nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark. Dark.